Mein Name ist Jan Müller. Ich wurde gebeten, für diesen Vortrag die Diskussion zu leiten und Ihnen den Referenten vorzustellen. Dem komme ich mit großem Vergnügen nach. Dr. Klaus Baumann hat in Philosophie an der Uni Stuttgart promoviert, gerade im letzten Jahr mit einer Arbeit über den Arbeitsbegriff. Er ist Lehrbeauftragter an der Universität Stuttgart, auch am Fach Philosophie, sowie Dozent an der Dualen Hochschule in Stuttgart im Fachbereich Sozialwesen. Er beschäftigt sich hauptsächlich mit Theorien der Dialektik, mit der Kritik der politischen Ökonomie, mit Gesellschaftstheorie, politischer Philosophie und der Philosophie der Ästhetik, mit einem besonderen Interesse an Geschichte und Theorie der Situationisten, ein Thema, das er in der Vergangenheit, man kann sagen in der längeren Vergangenheit, auf zahllosen, auch politischen Veranstaltungen schon zur Diskussion gestellt hat. Und aus dem entsprechenden Themenbereich kommt auch der Gegenstand seines Vortrages für uns. Klaus, bitte. Vielen Dank, Jan. Guten Tag, ich möchte Sie alle herzlich begrüßen. Ich finde es schön, dass so viele Leute gekommen sind zu meinem Vortrag. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei den Veranstaltern und Veranstalterinnen bedanken für die Einladung. Das Thema ursprünglich meines Vortrags lautete ja, und es war noch auf diesen wunderschönen Plakaten auch so angekündigt, Kulturindustrie und die Gesellschaft des Spektakels, ein Vergleich zweier Varianten von Ideologiekritik. Das Thema hat sich inhaltlich nicht so sehr verändert, allerdings werde ich mich nicht auf die Kulturindustrie-These oder auf das Kapitel beziehen, sondern jetzt geht mein Vortrag darum, Walter Benjamin und die Situationisten miteinander zu vergleichen. Und entsprechend heißt jetzt der Titel meines Vortrags, er lautet jetzt Politisierung der Kunst oder die Kunst wegschaffen? Fragezeichen. Ich hoffe jetzt, dass niemand von den Anwesenden enttäuscht ist, dass jetzt mein Vortragsthema sich geändert hat. Aber ich kann versprechen, dass sich inhaltlich nicht gar so viel getan hat. Bevor wir uns den kritischen Reflexionen von Walter Benjamin einerseits und der Situationistischen Internationale auf der anderen Seite hinsichtlich des Verhältnisses von Kunst und Politik zuwenden und dabei auf bestimmte Gemeinsamkeiten und Unterschiede der jeweiligen Konzeption zu sprechen kommen, möchte ich einleitend zwei Vorbemerkungen voranstellen. Mit der ersten Vorbemerkung möchte ich mit Blick auf die Wortverbindung politische Kunst und künstlerisch engagierte Politik landläufige Vorstellungen hinterfragen, nämlich ob es sich überhaupt von vornherein vornehmen lässt, Politik zu machen oder Kunst zu betreiben, in dem Sinne, dass damit verstanden wird, dass die Tätigkeiten, die hierbei benannt sind, die Eigenschaft haben, politisch oder künstlerisch zu sein, was immer auch unter Kunst und Politik jeweils genau verstanden wird. Kann etwa ein solches Vornehmen wie Kunst zu machen mehr bedeuten als ein bloßes Versprechen oder ein suggestives Selbstversprechen bzw. eine Selbstversicherung, dessen Einlösung aber völlig offen scheint? Ist es nicht vielmehr so, dass wir erst immer im Nachhinein sagen können, ob eine Tätigkeit, ein Werk oder ein Ereignis wirklich politisch, künstlerisch, kritisch oder gar revolutionär gewesen ist? Kurze Nebenbemerkung. Wirklich ist hier und im Folgenden im Sinne von wirkend bzw. von gewirkt habend zu verstehen. Und selbst solche nachträglichen Bestimmungen oder die Frage, ob sie auch zutreffend sind, fallen in den Bereich des politischen Handgemenges. Das heißt, Politik und Kunst sind als Titel für Tätigkeiten oder Tätigkeitsformen zu verstehen, deren Geltungen als politisch oder als künstlerisch ihrerseits umkämpft sind und die immer wieder aufs Neue in der Form politischer Auseinandersetzung ausgehandelt werden, ähnlich wie übrigens auch das Vernünftige, das Schöne, das Gute, das Gerechte oder das Wahre. Sie sind aber auch nicht bloß in einem praktischen Sinne politische Auseinandersetzungen unterworfen, sondern gerade in philosophischer Hinsicht, um mit Louis Althusser zu sprechen, nämlich einem Klassenkampf in der Theorie. Also gerade auch dann, wenn wir Kunst und Politik theoretisch begrifflich kritisieren, werden wir dieses Handgemenge, die politische Form und letztlich den Klassenkampf in der Theorie nicht los.
auch eine auf Theorien abzielende oder rein akademische Kritik, die sich selbst in einer theoretischen oder akademischen Form präsentiert, vollzieht sich also immer im Modus des Politischen, auch wenn dies zunächst nicht so offensichtlich erscheint. Meine zweite Vorbemerkung beginnt zunächst damit, ein paar Worte über die Situationistische Internationale im Folgenden mit DSI abgekürzt zu verlieren. Dürfte diese den meisten von Ihnen wohl weniger bekannt sein als die Person Walter Benjamin, nun auch dank des wunderschönen Vortrags von David Salomon, und daran kann ich auch an bestimmten Punkten anknüpfen, vor allem an seinen Bemerkungen zu den Geschichtsreflex oder zu dem Begriff der Geschichte, über den Begriff der Geschichte. Daran anschließend möchte ich dann nochmals kurz auf den politischen Aspekt des begrifflichen Verhältnisses von Kunst und Politik zu sprechen kommen, um schließlich zu den diesbezüglichen Überlegungen Walter Benjamins überzuleiten. Die SI, die zwischen 1958 bis 1972 in Westeuropa maßgeblich in Frankreich gewirkt hat, war ihrem Selbstverständnis nach eine, Zitat, organisierte Theoretiker- und Experimentatorengruppe, die konsequent zur internationalen Verwirklichung der absoluten Macht der Arbeiterräte hinarbeitet, Zitat Ende. Zu einer relativen Bekanntheit hat es die SI gebracht, weil ihre Texte und ihre Aktionsformen die proletarischen und studentischen Aufstände im Pariser Mai 1968 sehr stark mit beeinflusst haben. Die Mitglieder der SI haben zwar einerseits mit künstlerischen Mitteln experimentiert, so hat einer ihrer Köpfe, nämlich Guy Debord, beispielsweise diverse Filme gemacht. Aber andererseits verwahrte sich die SI dagegen, eine künstlerische Bewegung genannt zu werden. Vielmehr ging es ihr unter anderem darum, auch mit künstlerischen Mitteln die Kunst wegzuschaffen oder Kunst und Politik aufzuheben und die Glücksversprechen der Kunst im gesellschaftlichen Leben zu verwirklichen. Die SI sprach sich, Zitat, für neue Aktionsformen gegen Politik und Kunst aus, Zitat Ende. Auf den ersten Blick scheint dieses Anliegen der SI unter der Perspektive einer kritischen Theorie, die an Walter Benjamin geschult ist, hochproblematisch zu sein. Denn in seinem 1936 geschriebenen Aufsatz »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« vertritt Benjamin die Auffassung, dass es für gesellschaftskritische, kommunistische Bestrebungen auf eine, wie er es nennt, Politisierung der Kunst ankomme, während der Faschismus dagegen eine Ästhetisierung der Politik betreibe. Ich werde am Schluss des Vortrags darauf nochmal zu sprechen kommen. Zunächst aber soll diese provokative Konfrontation der Forderung der SI, Kunst und Politik aufzuheben, mit den Überlegungen Walter Benjamins Politisierung der Kunst und Ästhetisierung der Politik das Problembewusstsein schärfen, dass die Frage also, wie das Verhältnis von Kunst und Politik begrifflich gefasst ist und praktisch gestaltet ist, eine hochbrisante politische Frage ist. Denn je nachdem, wie dieses Verhältnis konzipiert ist, zeitigt dies unterschiedliche politische Konsequenzen, über die es sich nicht nur gilt, bewusst zu werden, sondern auch Rechenschaft abzulegen, weil dies in politisch-praktischer Hinsicht gegebenenfalls pathetisch oder drastisch ausgedrückt, eine Frage zwischen Leben und Tod sein kann. Von diesem Problembewusstsein ausgehend beginne ich nun zunächst damit, die begriffliche Konzeption des Verhältnisses von Kunst und Politik bei Walter Benjamin zu rekonstruieren. Und wie gesagt, ich kann an dieser Stelle sehr gut an bestimmte Überlegungen von vorhin von David Salomon anknüpfen. Ich werde mich dabei aber gerade auch auf Benjamins späte Texte beziehen, das heißt diejenigen Texte, die er unter dem Eindruck des katastrophalen, barbarischen deutschen Verhältnisse verfasst hat, also vor dem Hintergrund des NS-Faschismus. Neben dem schon erwähnten Kunstwerkaufsatz sind insbesondere über den Begriff der Geschichte und der Autor als Produzent zu nennen. Im letztgenannten Text legt Benjamin dar,
dass der kritisch-politische Künstler nicht etwa dadurch politisch ist, dass er irgendwie eine richtige politische Einstellung oder eine politische Tendenz vertritt und sich dies in seinen Werken dann auch noch ausdrückt oder auszudrücken hat. Vielmehr ist das kritisch-politische dadurch gekennzeichnet, dass er den vorherrschenden alltäglichen Vorstellungen desillusionierend entgegenwirkt, indem der künstlerische Ausdruck oder die künstlerische Tätigkeit durch eine Verfahrensweise, die Benjamin Stillstellung nennt, kritische Reflexion und Intervention ermöglicht. Das Entscheidende für die politische Formbestimmtheit von Kunst sind Benjamin zufolge weniger die geschaffenen Werke, die Kunstwerke, sondern vielmehr die künstlerischen Mittel und Techniken. Denn wenn sich die wesentlichen Mittel im Bereich der Kunst radikal verändern, dann bedeutet dies zugleich eine Revolutionierung der künstlerischen Produktionsweisen. Ich möchte diese Blickrichtung, wie Benjamin sie hier einnimmt, im Folgenden als Mittelperspektive bezeichnen. Des Weiteren betont Benjamin, dass die künstlerischen Mittel und Techniken zugleich vom Stand der gesellschaftlichen Produktivkraft abhängen und insofern auch von neu entwickelten Produktionsmitteln, die wiederum, wie vermittelt auch immer, in einer bestimmten Form die Fähigkeitsentwicklung, also die Bildung des gesellschaftlichen Individuen befördern und ihre Wahrnehmungsweisen prägen oder verändern. Sind beispielsweise, wie zu Zeiten Benjamins, mit Fotografie, Film und Rundfunk neue wahrnehmungsprägende und damit auch neue ästhetische Mittel entstanden, so muss dies Auswirkungen auf alle möglichen künstlerischen Produktionen zeitigen, auch wenn diese nicht unmittelbar von diesen technischen Mitteln abhängen, wie etwa theatrale oder literarische. Der Künstler als ein politischer Künstler sucht explizit die Auseinandersetzung mit jenen neueren Produktionsinstrumenten, meint Benjamin. Benjamin nennt als Beispiel mit Blick auf Brecht das Verfahren der Montage und mit Blick auf Filmtechnik. So wird die Arbeit des politischen Künstlers, Zitat, niemals nur die Arbeit an Produkten, sondern stets zugleich die an den Mitteln der Produktion sein, Zitat Ende. Benjamin lenkt den Blick darauf, dass die Revolutionierung von Produktionsweisen im Wesentlichen von einer Veränderung der Mittel, ihrer Verwendung und ihrer Reproduktion ausgeht. Die technischen Mittel der künstlerischen Produktion in den Fokus zu rücken, ist also ein Aspekt der Mittelperspektive, die Benjamin in seinen Reflexionen einnimmt. Beim bloßen Blick auf künstlerische Werke dagegen, bei dem zuallermeist der Prozess der Produktion und die Reflexion der Mittel ausgeblendet bleibt, erscheinen diese Werke als Kulturgüter. Dies trägt, Zitat Benjamin, einen fetischistischen Zug. Kultur erscheint verdinglicht, Zitat Ende. Gegen solche Fetischisierungen und Verdinglichungstendenzen gerichtet sind nun auch Benjamins Überlegungen zum Begriff der Geschichte. Hier zeigt sich ein weiterer Aspekt der Mittelperspektive. Denn ein zum Kulturgut geronnener Ausdruck vergangener künstlerischer Tätigkeit gibt keinerlei Auskunft mehr über die gesellschaftlichen Verhältnisse, denen er entstammt. Beim Erfreuen an vergangenen Kulturgütern in einer jeweiligen Gegenwart wird zumeist die barbarische Seite der Produktion, die diese hervorgebracht hat, unterschlagen oder einfach ausgeblendet. Zum Beispiel die Frage, wie viel Blut an den Pyramiden klebt. Kultur ist eben nicht gleichbedeutend mit Zivilisation, sondern sehr oft eher mit ihrem Gegenteil, nämlich mit Barbarei. Die überlieferten Kulturgüter, die als Beute einer Geschichtsschreibung der Sieger fungieren, so Benjamin, verweigern die Erinnerung an die Geschlagenen, wie sich in Anlehnung an Benjamin Peter Weiß in seiner Ästhetik des Widerstands ausdrückt. In seinen Geschichtsreflexionen macht Benjamin dagegen darauf aufmerksam, dass wer Geschichte unter dem Aspekt ihrer Gefährdung betrachtet, dem ist zugleich gegeben und aufgegeben, dass er Geschichte nicht mehr als schicksalshaftes Geschehen oder als sich steigernder fortschrittlicher Verlauf hinnehmen kann und darf. Geschichte gilt es, Zitat Benjamin, gegen den Strich zu bürsten.
Zitat Ende. Zusammen mit dem Blick auf Gefahrenkonstellationen wird Geschichte damit unter dem Primat des Politischen betrachtet. Der Geschichtsschreiber fungiert somit selbst als ein politischer Akteur, dem, wie Benjamin schreibt, Zitat, der Klassenkampf immer vor Augen steht, Zitat Ende. Eine derartige Geschichtsreflexion, wie Benjamin betreibt, kann dann als Voraussetzung dafür fungieren, dass bestimmte vergangene Momente, die aus dem Kontinuum herausgelöst werden, in das gegenwärtige Handeln eingehen können. Darum gilt auch, so Benjamin, dass das Gewesene nicht mehr als das Feste, als das Unveränderbare zu gelten hat, sondern es zeigt sich, dass auch dies stets etwas Umkämpftes ist. Auf der anderen Seite ist das Vergangene jedoch nicht nur Katastrophe, wie Benjamin die barbarische Seite des Geschichtsverlaufs nennt, oder mit Marx gesprochen ein Alb, der auf dem Gehirne der Lebenden lastet, sondern im Vergangenen ist zugleich, Zitat Benjamin, eine schwache messianische Kraft gegeben, Zitat Ende. Nebenbei, das Adjektiv messianisch deute ich als eine notwendige Metapher, die bei Benjamin zwar entlehnt aus dem Bereich der Theologie, aber doch auf einen profanen Sachverhalt hin gewendet und gemünzt ist. Der Ausdruck klassenlose Gesellschaft fungiert bei Benjamin als ein Reflexionsbegriff, vermittels dessen begriffen werden kann, dass das, was als scheinbar kontinuierliche Kette von Begebenheiten erscheint, in Wahrheit, Zitat Benjamin, eine einzige Katastrophe ist, dessen, Zitat Benjamin, immer weiter so es zu unterbrechen, ja stillzustellen gilt, um jetztzeitig, gegenwartsbezogen, das heißt geschichtsmächtig, Zitat Benjamin, den Sprung unter dem freien Himmel der Geschichte zu bewerkstelligen, Zitat Ende. Es zeigt sich hierbei, dass die politische Tätigkeit in einem emanzipativen Sinne bei Benjamin als eine intervenierende, kontinuitätsunterbrechende begriffen wird. Der Klassenkampf und die ihm geschuldeten Revolutionen interpretiert Benjamin daher auch nicht als Lokomotive der Weltgeschichte, wie dies etwa bestimmte Ausprägungen des Marxismus tun. Vielmehr fragt er, ob diese nicht auch anders beurteilt werden müssen, nämlich, Zitat, als Griff des in diesem Zuge reisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse. Man kann nur darüber spekulieren, ob vermittelt durch die französische Zeitschrift Le Temps Moderne, in der Benjamins Geschichtsthesen 1947 auf Französisch übersetzt erschienen sind, die Situationisten und Situationistinnen irgendwann mit Überlegungen von Walter Benjamin in Berührung kamen. Meines Wissens haben sie sich nicht in expliziter Weise mit seinen Thesen auseinandergesetzt. Anders als bei Benjamin ist das Politische bei der SI negativ konnotiert. So schreibt sie, Zitat, unter politischer Bewegung versteht man heute die spezialisierte Tätigkeit von Gruppen bzw. Parteiführern, die aus der organisierten Passivität ihrer militanten Anhänger die Unterdrückungskraft ihrer zukünftigen Macht schöpfen. Die Situationistische Internationale will mit der hierarchischen Macht nichts gemein haben, auf welche Weise auch dies sein mag. Sie ist also weder eine politische Bewegung noch eine Soziologie der politischen Mystifikation. Zu beachten ist jedoch, dass jenes Politische, von dem ich eingangs gesprochen habe und das ich bei Benjamin versucht habe zu rekonstruieren, etwas anderes darstellt als die Form des Politischen, von der die SI hier spricht. Die politische Bewegung, wie die SI sie hier kritisiert, ist nämlich durch eine bestimmte gesellschaftliche Totalität formbestimmt, eine Totalität, welche Guy Debord, der bekannteste Vertreter und einer der treibenden Kräfte der SI, als die Gesellschaft des Spektakels bezeichnet hat. Auch die Kunst erscheint in der spektakulären Gesellschaft als eine Sphäre, in der sich Kunstspezialisten und Kunstspezialistinnen und Stars befinden. An den Stars, die Guy Debord als die spektakuläre Darstellung des lebendigen Menschen bezeichnet, ist jedoch zu erkennen, dass jene Bereiche wie etwa Kunst und Ökonomie nicht wirklich voneinander getrennt sind, sondern nur als getrennt erscheinen. Werden doch die Stars gehandelt wie jede andere Ware auch.
Sie haben einen spezifischen Marktwert und in gewisser Weise sogar ein Verfallsdatum. Der Erscheinungsform der Trennungen, wie die Situationisten das in Bezug auf die Gesellschaft des Spektakels als ein wesentliches Prinzip der Gesellschaft des Spektakels bezeichnen, liegt Debord zufolge letztlich die Klassentrennung ökonomischer und gesellschaftlicher Funktionsträger zugrunde, also zwischen Kapitaleignern und Lohnarbeitenden, zwischen Herrschenden und Beherrschten. Diese Klassentrennung wird durch jene spektakuläre Ordnung jedoch beständig verschleiert. Nur die gesellschaftlichen Kämpfe können diesen Schleier zeitweilig aufheben und zeigen in diesem Fall ihren Charakter als Klassenkämpfe. Indem aber die spektakuläre Ordnung reproduziert und die Klassenstruktur der Gesellschaft verschleiert wird, ist jenes Politische, von dem ich eingangs gesprochen habe, aber gerade verdrängt oder ausgeblendet, hat dieses doch die gesellschaftlichen Kämpfe und letztendlich den Klassenkampf zur Grundlage. Das Politische ist somit durch die spektakuläre Politik verschleiert und verhüllt. Insofern kann gesagt werden, dass die spektakuläre Politik eine Politik des Scheins und somit pseudopolitisch ist. Der SI ist Folgendes klar. Grundlegend ist die Verbundenheit der Aufhebung der Kunst mit den Fragen bezüglich einer Überwindung der Klassengesellschaft, also mit Fragen des Klassenkampfes. Mit Blick auf die Gesellschaft des Spektakels und damit verbunden auf die bürgerlich-kapitalistisch bestimmte Ökonomie der Wertvergesellschaftung, auf ihre Ideologie, auf ihre ideologischen Staatsapparate und vor allem hinsichtlich der Proletarisierungsprozesse, die zugleich Enteignungsprozesse darstellen, zielt die Forderung nach einer Aufhebung von Kunst und Politik, wie sie die SI verstanden hat, perspektivisch im Wesentlichen auf folgende Punkte ab. Erstens ging es der SI darum, den Bereich der verdrängten radikalen Bedürfnisse der proletarisierten Individuen, ihre Begierden und Leidenschaften zur Sprache kommen zu lassen und ausfechten zu lassen. Die radikalen Bedürfnisse beurteilt die SI in Anlehnung an Marx als emanzipatorisch, weil diese der SI zufolge auf die freie Entfaltung der Individualität abzielen, im Gegensatz zu dem Dasein der Proletarisierten als zurechtgestutzte Arbeitskraftbehälter. Sie entsprechen dem untergründig wirkenden Wunsch der Individuen, wie die SI meint, ihr Leben als gesellschaftliche Individuen selbst zu gestalten und nicht ihr Dasein als vereinzelte Einzelne, als bloße Geldmonaden fristen zu müssen oder in der Gesellschaft nicht leben, sondern bloß überleben zu können. Das Medium, in dem sich derlei Bedürfnisse, Begierden und Leidenschaften äußern, nennt die SI Poesie. Zweitens ist mit der Frage der Poesie, wie schon angedeutet, ein Abzielen auf die freie Fähigkeitsentwicklung der Individuen jenseits der Proletarität verbunden. Nicht ein Mehr an Freizeit, in welcher die Individuen bloß ihre Arbeitskraft reproduzieren, sondern mit Marx gesprochen, die disponible Zeit ist diesbezüglich eine Voraussetzung, also die Zeit, die wirklich frei zur Verfügung für gesellschaftliche Individualitätsentwicklung steht, weshalb Lohnarbeit zu überwinden und die gesellschaftlich notwendige Arbeit in einer Travail attraktiv, also in Richtung anziehender Arbeit oder in Richtung spielerisch-experimenteller Tätigkeit zu befreien wäre. Drittens stehen dafür unter anderem auch die Versprechen der bisherigen Künste. Sie sind für eine solche freie Fähigkeitsentwicklung heranzuziehen, da künstlerische Praktiken Medien für die freie Fähigkeitsentwicklung der gesellschaftlichen Individuen sein können. Es gilt hierbei grundlegend, die fünf Sinne weiterzuentwickeln und bezüglich ihrer Form zu sublimieren. Das heißt auch, die Genussfähigkeit der Individuen zu verfeinern und zu bilden. Die Versprechen der Künste ernst zu nehmen und sie einzulösen, damit wäre zugleich die Befreiung der künstlerischen Tätigkeiten von den Regeln der vorbürgerlich und bürgerlich herrschenden Kunstnormen und eine Überwindung der bisherigen Form des Kunstbetriebes verbunden. Viertens. Anders als im Surrealismus bedeutet bei der SI die Losung, die Kunst im Leben zu verwirklichen,
nicht wie im Surrealismus, Zitat, die Poesie in den Dienst der Revolution zu stellen, sondern umgekehrt die poetischen Momente künstlerischer Praktiken geschichtlich zu retten, wie Walter Benjamin sagen würde. In der Konsequenz heißt das, die surrealistische Parole umzukehren und, Zitat SI, die Revolution in den Dienst der Poesie zu stellen. Unter dem Blick der nachträglichen Bestimmung können zwar bestimmte künstlerische Praktiken durchaus als Mittel einer revolutionären Politik gedient haben, aber nicht zum letztinstanzlichen Zweck einer revolutionären Situation oder revolutionärer Tätigkeitsprozesse, sondern allenfalls zum Zweck einer Poesie, die selbst nicht mehr unter dem Diktat von Zwecken steht, sondern Muse darstellt. Was diesen letztgenannten Punkt betrifft, so könnte man nun mit einer böswilligen Interpretation versucht sein, die Forderung der SI, die Revolution in den Dienst der Poesie zu stellen, nun als eine Ästhetisierung des Politischen zu beurteilen, was, wie schon gesagt, Walter Benjamin als Ausdruck des Faschismus begreift. Und gegen die SI gerichtet könnte gerade die surrealistische Parole als Politisierung der Kunst verstanden werden, und zwar genau dann, wenn das Poetische als bloßes Mittel für revolutionäre Tätigkeiten fungierte. Das Poetische wäre dann gewissermaßen politisiert. Andererseits könnte aber genauso auch die surrealistische Parole als eine Ästhetisierung des Politischen gedeutet werden, und zwar genau dann, wenn die Poesie nicht bloß als Mittel, sondern als Medium für revolutionäres Begehren und Tätigkeiten begriffen würde. In diesem Fall würde nun die situationistische Umkehrung der surrealistischen Parole eine Politisierung der Poesie bedeuten. Es fragt sich also, was unter in den Dienst stellen genau zu verstehen ist, ob dies rein instrumentell oder ob dies in einem medialen Sinne gedeutet wird. Das Poetische, situationistisch verstanden, ist, wie dargelegt, die Äußerungsform, in welcher Tätigkeiten oder Werke stehen, in welcher sich radikale Bedürfnisse artikulieren, das heißt Bedürfnisse, die auf disponible Zeit abheben und die freie Entwicklung individueller Fähigkeiten befördern. Das Anknüpfen an diese radikalen Bedürfnisse und aus ihrer Verdrängtheit zu befreien, findet auf der Grundlage einer spielerisch-experimentellen Aneignung künstlerischer und begrifflicher Mittel und praktischen Tätigkeitsweisen statt, weshalb die SI neben Marx sich auch auf Freud bezieht. Diese Mittel und Tätigkeitsweisen sollen nun, so die Forderung der SI, entwendet oder zweckentfremdet gegen die Gesellschaft des Spektakels gerichtet, den proletarischen Kämpfen zugeführt werden oder von ihnen selbst angeeignet eingesetzt werden. Dies nennt die SI das Detournement. Die Gesellschaft des Spektakels antwortet darauf mit einer Strategie, die die SI Rekuperation nennt. Rekuperation bedeutet die Eingliederung vormaliger, subversiver oder emanzipativ-revolutionärer Praktiken in die Gesellschaft des Spektakels und sie wirkt diesbezüglich als ein Modernisierungsfaktor. Bezogen auf das Revolutionärsein von Situationen und Mitteln zeigt sich jedoch deutlich, und hier komme ich auf meine Eingangsbemerkung zurück, dass es dafür niemals vorab Anleitungen oder mit einer Garantie auf Erfolg geben kann und dass daher begrifflich immer nur ex post von revolutionären Mitteln oder revolutionären Tätigkeiten gesprochen werden kann. Das Adjektiv revolutionär kann als Auszeichnung im begrifflichen Sinne also immer nur reflexiv und somit nachträglich verwendet werden. Denn es kann sich immer erst im Nachhinein zeigen, ob eine Situation wirklich revolutionär gewesen ist, nämlich erst nach vollzogener grundlegender Umwälzung. Im gleichen Sinne spricht die SI davon, dass, Zitat, es weder eine situationistische Malerei noch eine situationistische Musik, wohl aber eine situationistische Anwendung dieser Kunstmittel geben kann. Die Einnahme einer solchen Mittelperspektive, wie ich sie eingangs benannt habe, lässt sich nun als eine der Gemeinsamkeiten zwischen der Benjaminschen Reflexion und den situationistischen Überlegungen angeben.
Hierbei ergibt sich auch eine große Nähe zwischen dem, was Walter Benjamin mit Brecht als Umfunktionieren nennt. Ganz ähnlich des situationistischen Detournements soll nämlich dieses Umfunktionieren auf eine, Zitat Benjamin, Veränderung von Produktionsinstrumenten im Sinne einer fortschrittlichen, daher an der Befreiung der Produktionsmittel interessierten, daher im Klassenkampf dienlichen Intelligenz, Zitat Ende, abzielen. Dabei geht es also darum, Zitat Benjamin, den Produktionsapparat nicht zu beliefern, ohne ihn zugleich nach Maßgabe des Möglichen zu verändern, im Sinne kommunistischer und vernunfttätiger Bestrebungen. Weder Benjamin noch der SI ging es dabei aber darum, gewissermaßen missionarisch mit den Mitteln der Kunst die Welt verändern oder das Leben ändern, wie der Surrealist André Breton gefordert hatte, sondern, wie Guy Debord sich ausdrückt, Öl dahin zu bringen, wo Feuer ist. Das Feuer steht metaphorisch für das Lodern der radikalen Bedürfnisse, die sich in den gesellschaftlichen Kämpfen äußern. Man beachte aber, der Debordsche Satz lautet nicht, Feuer dahin bringen, wo Öl ist. Denn wenn kein Feuer da ist, schaffen auch die subtilsten künstlerischen Praktiken keine revolutionäre Situation. Und auch Benjamin wendet sich ausdrücklich gegen einen propagandistischen Einsatz künstlerischer Formen. Die Unterschiede der Konzeptionen zwischen Benjamin und den Situationisten zeigen sich allerdings bei der Rekonstruktion der jeweiligen Reflexion des Begriffs Geschichte. Hinsichtlich revolutionärer Veränderungen der gesellschaftlichen Verhältnisse in einem emanzipativ-zivilisatorischen Sinne richten zwar beide ihren Blick auf die proletarisierten Individuen, doch ist die SI diesbezüglich deutlich optimistischer als Walter Benjamin. Dies hat aber nicht nur zeitbezogene, sondern auch konzeptionelle Gründe. Mit Blick auf die Untergangsdrohung des NS-Faschismus sieht Benjamin dagegen im Proletariat vor allem ein politisches Weltkind, das in den politischen Netzen gefangen ist, verstrickt in den Ideologien des Faschismus einerseits und seiner fortschrittsgläubigen Gegner, wie zum Beispiel der Sozialdemokratie andererseits. Insofern ist es ihm möglich, den Klassenkampf mit Blick auf die Niederlage kommunistischer Kräfte oder allgemeiner, mit Blick auf das Scheitern des Widerstandes gegen den Faschismus in einer ganz anderen Weise zu reflektieren, als die SI dies tut. Nämlich der Faschismus war Debord zufolge bloß eine Antwort der bürgerlichen Gesellschaft auf ihre Krise und diese setzte in ihrer faschistischen Gestalt gegen die proletarische Subversion, Zitat Debord, die modernsten Konditionierungs- und Täuschungsmittel ein. Zitat Ende. Die Benjaminsche Sichtweise auf dieselbe Gefährdungssituation erblickt bei den Affekten der Proletarisierten nicht in einseitiger Weise radikale Bedürfnisse, die irgendwie emanzipativ wirken, sondern zugleich auch Affekte wie Rache, Hass und Opferwille, die Marx einmal als die Furien der Leidenschaft bezeichnet hat und die von Seiten der Proletarisierten aus dem Faschismus zuspielen können. Mit Benjamin ließe sich die Vereinseitigung des situationistischen Blicks auf die Bedürfnisse, Begierden und Leidenschaften der Proletarisierten und diesbezüglich die situationistische Ausblendung der barbarischen Volksmob-Begierden kritisieren. Ich könnte hier aufhören, aber ich möchte noch einen kurzen Blick auf aktuelle Proteste und aktuelle Protestbewegungen werfen. Wie sie etwa mit den Stuttgart 21 gegen Protesten, ich komme ja aus Stuttgart, oder der Anti-Atom-Protestbewegung oder den G8-Gipfelstürmern, wie wir sie da erleben. In unserer Gegenwart könnte diesbezüglich eine Aktualisierung der situationistischen Überlegungen gepaart mit denen Benjamins eine kritische Reflexion bewerkstelligen oder, falls eine solche begrüßenswerterweise eventuell schon im Gange sein sollte, diese vorantreiben. Denn mit Benjamin sowie mit der SI lässt sich dies zumeist als die zumeist gut gemeinte engagierte Kunst sowie Politikformen, die sich künstlerischer Praktiken bedienen
oder Kunstaktionen, die im Rahmen sogenannter Kulturprogramme jener Proteste auftauchen, kritisch beurteilen. Auch die diversen aktionistischen Anleitungstexte, die sich sehr oft in äußerst problematischer Weise auf die Situationisten beziehen, wie wir sie etwa von dem sogenannten Handbuch der Kommunikationsguerilla herkennen oder von der Kunst des kreativen Straßenprotestes, vielleicht kennen Sie alle derlei Anleitungsbüchlein, ansonsten kann ich es auch rumgehen lassen. Also zum Beispiel die Kunst des kreativen Straßenprotests, in dem dann so Sachen wie Flashmobs, politisches Straßentheater, Radical Cheerleading, Pink and Silver und dergleichen so als Anleitung, wie man sowas zu machen hat, beschrieben werden, sind diesbezüglich kritisch zu beurteilen. Denn diese behandeln künstlerische Ausdrucksmittel in einem instrumentellen Sinne und mit der Metapher von Debord gesprochen, behandeln sie die Menschen gewissermaßen als Öl, das sie für die gute Sache entflammen möchten. Sie kehren also metaphorisch gesprochen das Verhältnis von Öl und Feuer um, versuchen zu zündeln, möchten also das Feuer, als welches sie sich selbst sehen, quasi missionarisch dahin bringen, wo sie Öl vermuten. Solcherlei Herangehensweisen haben nicht bloß etwas Tragisch-Komisches an sich, sie sind eventuell sogar wider Willen jakobinistisch und elitär. In provokativer Absicht, mit Blick auf die Diskussion, möchte ich zum Abschluss meines Vortrags sogar behaupten, dass sich gerade im Rahmen der benannten Proteste und Protestbewegungen sich äußerst verbreitet Ausdrucksformen und Tätigkeitsweisen nachweisen lassen, die einer Ästhetisierung des Politischen entsprechen und in denen sich die Furien der Leidenschaft, Idiosynkrasien und barbarische Begierden zeigen und eben nicht die radikalen Bedürfnisse ausdrücken, von denen eine emanzipative Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse zu erwarten wäre. Bestens dokumentiert finden sich die Furien der Leidenschaft am Stuttgarter Bauzaun. Vielen Dank. Und zum Stuttgarter Bauzaun gibt es hier genug Anschauungsmaterial auch.